X45 ist echt der Hammer. Wirklich ein klasse Auto, sehr gelungen. Auch sehr jung, sportlich, ja, macht Spaß zu fahren. Ganz toll. It's quite responsive, actually. It's really, it's quite nippy, it's small, it's almost like a go-kart in the way that it reacts. It's quite, and it's quite fast as well. I like the difference in the dash and everything. It's a lot different. It's a lot cooler and sleeker. Again, something that young people would enjoy. Wir haben zusammen mit dem Team eine schöne Geschichte entwickelt, die wir jetzt heute Nacht hier im Wald drehen bei Barcelona und freuen uns, dass es jetzt endlich losgeht mit den beiden Formel 1 Stars Hamilton und Rosberg. Unglaublich auch, was da für ein Aufwand getrieben wird, ja, um sowas zu machen. Da sind ja wirklich so viele Menschen hier. Jeder hat seine eigene Funktion und Lichter wurden aufgestellt im Wald, um das Ganze so zu beleuchten. Und künstlicher Rauch, das ist alles kommt zusammen. Das ist wirklich ein Riesenaufwand. Wenn zwei Stars wie Hamilton und Rosberg ans Set kommen, dann hat man nur einen sehr engen Zeitrahmen, in dem alles funktionieren muss und da müssen schnell Entscheidungen gefällt werden. Und das ist eigentlich das, die größte Herausforderung gewesen. Wir haben das wirklich gut gemacht. Das lag natürlich auch am Regisseur, der ja ein Spielfilmregisseur ist und mit Menschen eben entsprechend gut auch umgehen kann und ja, es rausgeholt hat aus denen. Das war schon gut. I'm a good fairy and I grant you 3 wishes. I want to drive. Whoa! She's talking to me. Can I drive? Get out. I'm the driver. 1, 2, 3. I want to drive. Wir haben jetzt gerade so ein bisschen die Playbacks geguckt. Oh, sehr, sehr lustig. Haben uns schon kaputt gelacht. Back and forth, back and forth, back and forth. And that's what me and Nico are supposed to be having this conversation with each other, arguing of who's going to be driving, and to the point where we get quite angry. Also wird sicher witzig. Am Schluss sieht dann die gute Fee, was für ein tolles Auto das ist und wünscht sich die beiden dann quasi mit ihrem letzten Wunsch halt auf das Tandem, wo sie auch zusammenfahren können und fährt dann selber mit dem Auto davon.